Wer hat den ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1963 in Dallas ermordet? Natürlich, die offizielle Version lautet seit Jahrzehnten Lee Harvey Oswald, der Schütze, der als Einzeltäter gehandelt haben soll, der offensichtlich verwirrt gewesen wäre. So sagt es jedenfalls die Regierung und unbestritten ist, dass Lee Harvey Oswald die Schüsse abgegeben hat. Allerdings seit ebenso vielen Jahrzehnten kursieren wilde Verschwörungstheorien, dass Lee Harvey Oswald ein Auftragskiller gewesen wäre, beauftragt von finsteren Kräften, entweder innerhalb der Regierung oder der Mafia, all das wilde Verschwörungstheorien. Jetzt könnte es neue Hinweise geben auf die Zusammenhänge und die Vorfälle vor dem Attentat, denn nächste Woche soll der letzte Schub an JFK-Ermittlungsakten freigegeben werden. Es sind nach wie vor 15.000 solche Akten unter Verschluss, top secret. Sie liegen im National Archive, also im Nationalarchiv in Washington D.C. und US-Präsident Joe Biden musste jetzt nach mehreren Verzögerungen praktisch die Freigabe anordnen. Es hat diesbezüglich einige Klagen gegeben. Innerhalb dieser 15.000 Akten könnten brisante Passagen sein, die protokollieren und dokumentieren die Zusammenarbeit des Geheimdienstes CIA mit Lee Harvey Oswald. Solche Kontakte hat es tatsächlich gegeben. Es ging auch um mögliche Operationen in Kuba, wie auch Kontakte, während sich Harvey Oswald in Mexiko aufgehalten hat. All das wird mit Spannung erwartet. Es wird sogar möglicherweise erwartet, dass es Smoking Guns, also wirklich zwingende Beweise geben könnte. Es ist jedenfalls eine Hochspannung, die herrscht unter Historikern wie auch zahlreichen Verschwörungstheoretikern hier in den USA, wie natürlich auch der allgemeinen Öffentlichkeit. Was steht wirklich im letzten Rest der Akten des JFK-Attentats drinnen. Und klar ist eines, es sind sicher die brisantesten Akten, denn die amerikanischen Geheimdienste haben sich bis jetzt gewehrt, diese Dokumente freizugeben.